einsamen Plattform. Dann frage ich mich erstmal, warum ich ein Stern auf einer einsamen Plattform bin und nicht im Orbit. Weil wir hier in einem verdammten N64-Spiel sind. Es geht um die reine Logik. Warum sucht Mario Sterne? Genau, siehst du? Und deswegen bist du ein Stern auf einer einsamen Plattform. Schön, dass wir das geklärt haben. Ja. Aber süß wär's alles mal. Also so ein Stern zu sein. Yay! Ich riech ihn. Freitod! Auf sag's! Auf sag's! Was? You fail! Danke. Sorry. Er macht übrigens 5 Euro pro Spruch. Ja, 5 Euro pro Spruch. Ist klar. Damit schuldest du mir schon 10. Nein, eigentlich nicht. Ey, das will ich auch unbedingt. Schildkröten, Panzer, Surfen. Heißen die Dinger nicht Cooper? Sind das die Cooper? Ja, sind sie. Ah, guck, ich bin intelligent, ich bin allwissend und vor allem habe ich mir gemerkt, wie die Viecher heißen. Nein! Au, oh, das war bitter. Das war vor allem schlecht. Yep. Komme ich jetzt da wieder hoch? Okay, dann machen wir jetzt einfach den einfachen Weg. Ach, es gibt auch noch einen einfachen Weg? Ja. Toll, aber du nimmst natürlich erstmal grundsätzlich den schwierigeren. Nee, das ist der einfache. Hä, hey, aber ich dachte, du nimmst gerade den einfachen Weg. Ja, das ist auch der einfache Weg, aber ich will immer den Anspruch stellen. Ach so. Oh. Mann, Männer. Ich bin übrigens ein großer Fan der Sendung Mein Mann kann. Wenn ich irgendwann heiraten werde, dann wird mein Mann auch von mir gequält. Indem um oh seine Stärke mein rum. Gott, also bitte, Spiel. Du. Bitte, nein. Also wenn du irgendwann heiraten solltest, tut mir dein Mann leid. Das ist nur ein geringes Opfer für all die tollen Sachen, die er dafür bekommt, mich zu heiraten. Ja, was kriegt er denn? Lebenslang mich? Vor... Abgesehen davon, lebenslang Vorrat an Baldrian-Tabletten, oder wie? Also... Entschuldigung, nicht Baldrian, ich meinte Aspirin. Was hast du denn von deiner Freundin gekriegt? Eine lebenslange Packung an... Nein, das sage ich jetzt nicht. Oh nein, das ist böse. Mm. Sag, ich kann das ab. Eine lebenslange Packung an... Viagra. Mm. Nee, das habe ich noch nicht nötig. Siehst du? Was war daran jetzt böse? Man weiß ja nie. Wer den Witz verstanden hat, wird jetzt lachen. Ich habe den Witz verstanden. Aber ich, hab dich lieb. Aber der war jetzt weder böse noch ich hab sonst dich was. Ja, schön, ich hab dich auch lieb, Lynn, aber. So siehst du genau. Also lassen wir das einfach. Wenn du irgendwann mal verheiratet bist oder einen Freund hast, finde ich heraus, wo du wohnst, dann schicke ich dir was vom Orion-Versand zu. Ja, was denn? Sag jetzt... Ich könnte jetzt was sagen, aber ich lasse es besser. Lass mich raten, es ist zu böse. Keine Sorge, ich kann das ab. Nee, es geht darum, das ist nicht ganz jugendfrei. Ach so, ja, stimmt. Wir sind ja hier auf YouTube, ne? Gut, Ja, und nicht auf neuen Live-Lanotte, wo die Mädels sich so langsam aussehen, dass ich bis dahin wieder angezogen bin. tut mir leid. Es ist die Wahrheit. Die Frage ist nur, warum guckst du sowas? Ich war auch mal 12. Oh. Ich war auch mal in der Pubertät. Also. Ah ja, ich kann mich entsinnen. Es ist zwar lange her, aber da war wohl auch was in deiner Vergangenheit, ne? Ach ja, 15 war ein schönes Alter. Mm-hmm.
Ah ja, ja, was ist das denn? Oh, wie süß! Ja, ich muss auf dem Vieh dreimal rumspringen, ne? Ach, die ist aber süß. Für dich ist irgendwie alles süß, was sich hier bewegt. Ja, also, die hat ein Blümchen im Haar. Ja, und? Ist voll niedlich. Oh, ich glaube, sie wird sauer. Ja, ich habe die gerade ganz, ganz böse gemacht. Warum tust du sowas? Oh nein! Oh! So, guck zu, das Vieh stirbt jetzt. Na, na! Oh. Aber es war ein süßes Ding. Du musst mal eins dir für die Zukunft merken. In diesem Spiel kriegst du nichts geschenkt. Aber es ist süß! Ich glaube, du bleibst besser bei Hello Kitty Online. Also ich weiß gar nicht, was du das gegen dieses Spiel hast. Ja, das ist höchst brutal an manchen Stellen. Ja, natürlich. Ja. So, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt mal Schluss für heute. Yep. Für die Aufnahme. Willst du noch etwas Abschließendes sagen? Tja, Leute, ich hoffe... meine Stimme ist weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig von meiner Lebensphilosophie beibringen und ihr wisst jetzt noch besser, wie ihr ihn um den Verstand kriegt und in den Wahnsinn treibt. Macht mich stolz. Auf jeden Fall, auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play oder Let's bei mir. Freaky zockt Super Mario 64 zum wahrscheinlich letzten Part. Wir haben nur noch zwei Level abzuschließen. Und ich habe gerade mal die Wüste geschafft bisher. Ja, die Aufnahme hatten wir übrigens fast gemacht. Sprecht den jetzt mal bitte an. Danke. Da gibt's wieder Scherne oder was? Genau. Das ist eine Sau. Ich habe Offcam übrigens jetzt in allen Kursen den 100-Münzen-Stern geholt. Also in allen Kursen schon. Ja. Auch die, die jetzt kommen, oder ja, was? Ja, auch die, die jetzt kommen, weil das ist ein bisschen haarig und das wollte ich meinen Zuschauern nicht antun. Deshalb werden wir jetzt los die Sterne einsammeln und dann geht's auch schon. Boah, rauszufinden, dass man da rein kann, ist bestimmt auch nicht ganz einfach. Och, es geht. Es geht eigentlich. So. Boah, Alter, hör auf. Was? So zu spielen. Ja, und zu failen. Alter. Ich weiß. Ja, das ist eins meiner Lieblingslevel, ne? Aber. Ja, Alter. Und ich sterbe. Das ist natürlich übrigens gewollt gewesen. Das habe ich vorhin mit Freaky so abgesprochen, als er bei ihm in der Aufnahme war. Ja, aber eigentlich spiele ich hier auch gerade. Ja, genau. Deshalb ist er auch so erstaunt, dass er so gut durchkommt. Alter, du musst es ja auswendig. Natürlich kannst du es auswendig, dumme Frage. Krass. Aber ich mag so Level wie diese. Ich mag sowas. Ja, und ich mag es nicht, wenn ein Wandsprung nicht funktioniert. Weil ich möchte nicht den. Sag mal, waren da die roten Mützen gerade alle in einer Reihe so untereinander? Ja, die sind sehr einfach zu kriegen eigentlich. Die sind da alle in einer Reihe. Du musst nur ein bisschen springen. Ist ja cool. Das schaffe ich ja vielleicht auch nochmal irgendwie. Oder dann sind wir Stern 1. Es gibt noch einen Stern, der ist, glaube ich, unter diesem hier, wo du dich von der Wand so runterfallen lassen musst oder so, ne? Nee, eigentlich ist da ein Pfeil, auf den du dich stellen musst. Aber man kann es so machen. Ja. So, um den Schwierigkeitsgrad jetzt ein bisschen zu erhöhen, werde ich da reingehen, während alles stillsteht. Wie man hier sehen kann. Warum steht jetzt alles still? Was musst du denn jetzt hier machen? Weil jetzt habe ich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöht. Das mag jetzt für einige ein bisschen leichter erscheinen, aber für warum? Mich ist es nicht hier abhängig der Uhrzeit? Ja, von der Uhrzeit vom großen Zeiger, wann du da reingehst. Also normalerweise für den Stern, den du meinst, das ist nämlich der da hinten ist. Ja. Der da, und da oben waren wir eben, das ist der Stern. Ja. Musst du dich hier auf diesen Pfeil stellen und warten, bis er da hinten ist. Aber wenn die Uhr natürlich still steht, geht das ein bisschen schlecht. Ach, das ist ja scheiße. Obwohl, eigentlich ist es ganz cool, ne? Aber, ja. Aber du machst jetzt halt den Weg, den ich dir beschrieben habe eben gerade, oder ja, was machst du jetzt? Oder ich falle erstmal runter, das ist natürlich auch der Plan. Oder machst du jetzt einen komplett anderen Stern? Nee, ich mache jetzt den Stern, der mir zugewiesen wurde, den ich nicht machen soll. Ah, okay.
Und auf das Level freue ich mich schon, da werde ich wahrscheinlich eher nicht lange für brauchen, aber ich finde es Du wirst leiden, glaub mir, du wirst heulen, du wirst... Nee, aber ich mag solche Level sehr gerne, sowas macht mir sehr viel Spaß, so diese Art Level. Deswegen mag ich auch die Bowser-Stages, die sind ja auch so ein bisschen so, weißt du? Nur ein bisschen kleiner und weniger schwer. Boah, muss man den so machen? Nö, eigentlich nicht. Eieieiei. Also normalerweise ist da eine Plattform, auf der du springen kannst, die du springen sollst, aber ich hab's ein bisschen schneller gemacht einfach. Okay. So, wir scheißen auf die Zeit, das ist 1:15, das ist sehr schön. Get a hand. Das ist der Stern, den du eben meintest. Wie soll man dann auf sowas überhaupt kommen? Get a hand. Mit diesem Titel. Das ist im Englischen, darauf... im Deutschen heißt es, lass dir den Weg zeigen. Ja, aber get a hand, wie soll man, das ist ja auch, lass dir den Weg zeigen, ist ja dann auch sehr frei übersetzt, würde ich so mal sagen. Das ist ja jetzt nicht die... Nee, get a hand steht eigentlich im Englischen für, soll ich gerade zur Hand gehen? So nach frei nach dem Motto sollte es eigentlich heißen. Ja, lass dir zur Hand gehen. Würde man das jetzt übersetzen, ne? Ja. Aber wie soll man dann darauf kommen, sich auf so einen Zeiger zu stellen, dass ich rumfahre? Weiß nicht. Ich habe damals sehr viel Zeit gebraucht dafür, um dahinter zu kommen. So, jetzt gehen wir mal 5:01 rein. So, jetzt kommt der schönste Stern überhaupt. Aber hier sind die 100 Münzen doch bestimmt richtig kacke, ne? Ja, der schönste Stern überhaupt, ja, um meine Frage gleich zu beantworten. Der schönste Stern überhaupt fängt damit an, dass ich erstmal sterbe. An einer unsichtbaren Mauer abgeprallt sterbe ich. So, um wieder um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, werde ich da um Punkt 12 reingehen. Und da ist schon wieder dieses scheiß Vieh. Vieh, halt still. Aber wie kriegst du hier die 100 Münzen? Die sind ja kaum Münzen, ne? Die sind da. Gibt's einen blauen Schalter? Und da gibt's wie viele Münzen bei? 35. Und die anderen Münzen sind wo? Ich sehe hier kaum Münzen. Du musst durch das ganze Level durch. Na super, geil. Auch alle roten Münzen wahrscheinlich mit drin, ja, ne? Ja. Also würde es sich hier auch wieder anbieten, rote Münzen und 100 Münzen eigentlich zusammen machen, ne? Ja. Und weil du für die 100 Münzen auch nach ganz oben gehen musst. Ach du Scheiße. So. Oh Gott, das wird lustig, wenn ich hier bin. Na, Kamera, Turniere, Dankeschön. Ich würde sagen, was war da denn los? Ach du Scheiße, muss man das so machen? Ja. Ach du Scheiße. Also man muss es nicht, ich kann es, ich mach's aber nur mal so, einfach. Ja, es gibt wahrscheinlich auch einen anderen, etwas einfacheren Weg, vermutlich mal, weil man keine Wand spüren kann. Ach du Scheiße. Scheiße, Moment. Jetzt. Nein! Komm, da hoch. Dankeschön. Na, da müssen wir auch nochmal einen Waschbruch machen. Ach, da wo eigentlich normalerweise musst du da unten durchrennen, ne? Ja, die gehen immer so auf zu und so auf zu. Und es geht halt eigentlich normalerweise auf dem vom Spiel vorgesehenen Weg halt auch nur. Ja, egal, gehen wir jetzt hier außen rum. Was? Ach du Scheiße. Boah, wie ich dieses Level hassen werde. Und lieben gleichzeitig. Ganz schlimm. So, und jetzt.